dann konnten wir in der ersten Woche der Zusammenarbeit gleich mal 100k closen an eben Neukundenumsatz. Das ist der Kanal, den man anwenden kann, ist erstmal man selbst. Das heißt, man muss selbst überhaupt erstmal in der Lage sein, verkaufen zu können. Kaltakquise ist immer noch das Ding. Alle so geile Leute da draußen, ihr habt so viel Potenzial in euch, aber bringt es doch raus. Herzlich willkommen zu unserem ersten Vlog auf unserem Kanal von der Niederlag Consulting. Mein Name ist Paul Hensel, ich bin Geschäftsführer und Mitgründer von der Niederlag Consulting und freue mich, dich heute hier auf unserem YouTube-Kanal begrüßen zu können. Wir hatten hier in unserem ersten Vlog gemeinsam mit dir auf das Event This is Marketing gehen. Und zwar in diesem Vlog werden wir mit einigen unseren Kunden und Ausstellern und generell Teilnehmern von der This is Marketing am Wochenende über Akquisestrategien in 2024 sprechen. Das heißt, welche neue und effektiven Akquisestrategien nutzen Agenturen, Dienstleister und Coaches nächstes Jahr? Wo gehen die Trends hin und was sind vor allem die spannendsten Sachen und Marketingstrategien, die jetzt fürs nächste Jahr relevant werden? Sieht man auch den This is Marketing Stand, wir sind direkt daneben, also man findet uns hier morgen am Stand C2. Heute ist ja Freitagabend, Samstag und Sonntag ist die Messe This is Marketing und wir haben gerade unseren Stand schon aufgebaut. Hier gibt es bei uns natürlich auch ein paar Goodies mitzunehmen. Wir haben zum einen Red Bull, eine Menge Red Bull haben wir auch besorgt, was wir verteilen. Wir haben Gummibärchen, also Süßigkeiten und natürlich dann noch was ich euch später oder morgen nochmal detailliert vorstellen werde, und zwar unseren neuen Report. Das war gerade der Paul Niederlag, mein Geschäftspartner und Inhaber mit von der Niederlag Consulting. Werde ich auch morgen mal ein bisschen näher vorstellen. Also wie ihr seht, haben wir hier unseren geilen Messestand. Wir haben 6 Quadratmeter, also einen Silberstand. Und vielen Dank auch nochmal an der Stelle an den Alex. Alex, komm mal her. Der Alex ist von This is Marketing. Grüß dich, Alex. Hi. Alex, stell dich mal kurz vor. Du hast ja uns den Stand hier besorgt, ja? Und sag mal, was du so ein bisschen machst. Klar, also ich bin konkret für Sales zuständig hier bei This is Marketing. Ich bin ja quasi der Ansprechpartner für solche Messestände. Und wir haben ja schon sehr, sehr früh, schon letztes Jahr darüber gesprochen, bezüglich dem Messestand. Und da habe ich den Jungs natürlich selbstverständlich eine sehr, sehr gute Position halt besorgt. Und dementsprechend hoffe ich, dass ihr jetzt natürlich 2 erfolgreiche Tage hier haben werdet. Also Tickets sind ausverkauft, also es wird, wir erwarten über 2600 Besucher und ich bin gespannt. Sehr cool, Alex. Also wenn ihr dementsprechend auch mal auf einer Messe unterwegs sein wollt, auch ein bisschen größer seid schon als Unternehmen und mal auf einem Event als Aussteller auch dabei sein wollt, dann holt euch einen Messestand beim Alex, der richtige Ansprechpartner von This is Marketing, und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr dann auch hier bei This is Marketing und dich als Aussteller auch. Wir schauen jetzt mal hier rum, wen wir hier alles finden auf This is Marketing, und ich würde sagen, hier haben wir schon den ersten Stand mit unserem Kunden Matthias Nickehoff. Da müssen wir mal dem Matthias Hallo sagen. Hi Matthias, grüß dich. Matthias, heute unser erster Vlog, schön dich auch direkt mal zu sehen. Ihr habt auch einen schönen Stand natürlich wie immer. Matthias, stell dich mal kurz vor, was deine Dienstleistung ist und was du so machst. Ja, Matthias Nickehoff, mein Name, ich bin Psychologe, aber ich lege keine Menschen auf die Couch, wie so manche Kollegen, sondern Webseiten, Marketing-Funnel, Sales-Skripte und optimiere die dann verkaufspsychologisch durch, dass sie einfach besser funktionieren, dass sie besser konvertieren, mehr Umsatz bringen, mehr Termine gelegt werden, mehr Abschlüsse da sind. Das ist so das, was ich seit 10 Jahren mache. Ja. Sehr cool, sehr cool. Wir haben auch mit Matthias zusammengearbeitet. Matthias, erklär vielleicht nochmal so, was die Ergebnisse waren aus unserer Zusammenarbeit bei dir. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, gut 6-stellig an Umsatz rausgezogen, ne? Wurden gut Termine gelegt und hat halt uns insbesondere, wir hatten einen Ausfall von mehreren Vertrieblern, ne, die wir
kündigen mussten, so kann man sagen. Und dann hatten wir das halt ja, gebucht, um dann nochmal mehr reinzuholen, ne? an Leads natürlich und natürlich auch einfach mehr Termine und so weiter. Ne? Und das war halt sehr gut. Ja, ja, war eine sehr geile Zusammenarbeit, hat viel Spaß gemacht. Ich habe damals auch für dich sehr stark mit angerufen und viele Termine gelegt. Also war sehr geil, das Offer auch von Matthias mit rüberzubringen und da Termine für zu legen. Und der Matthias haben natürlich auch das Team das gut konvertiert und die Leads umgesetzt. Was denkst du, sind so die effektivsten Akquise- und Marketingstrategien für 2024 und was sind so Trends, die jetzt du mit umsetzen möchtest, wo es auch hingeht nächstes Jahr? Ja, also ich glaube, die meisten Sachen setzen wir schon so um, die erfolgreich funktionieren. Ich würde halt sagen, es kommt halt immer mehr darauf an, sich halt zu zeigen. Also wir ziehen halt sehr viel über LinkedIn natürlich und über so einen Podcast halt raus, ne, der halt einfach sehr, sehr stark ist, genau. Also darauf würde ich sehr viel sitzen, wenn das halt zur Zielgruppe passt, ne. Also LinkedIn, ich bin ja jetzt seit 10 Jahren aktiv. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Quelle. Okay. Ich glaube, man muss halt nochmal mehr unterscheiden. Das ist ja auch unser Claim immer, dieses Raus aus der Vergleichbarkeit. Da halte ich auch nachher noch eine Masterclass zu. Ne? Weil es sind immer mehr Anbieter. Man muss sich halt unterscheiden, einmal von den Werten, wie man auftritt und so. Weil es ist sonst sehr stark alles gleich. Ne? Alle versprechen dann die gleichen Sachen. Und da muss man sich halt einfach nochmal unterscheiden, noch bessere Ergebnisse liefern. Genau. Sehr cool. Das Thema Reels wird natürlich immer interessanter. Auch diese kurze Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit der Leute auszunutzen und da halt dann psychologisch oder verkaufspsychologisch das Ganze zu optimieren, damit der Call to Action dann noch stattfindet und die Conversion natürlich steigt. Ja. Danke Matthias, ich wünsche dir eine geile Messe, viel Erfolg und viel Umsatz natürlich. Danke. Ja. Euch auch. Wir sind hier gerade mit unserem Kunden Jan Donnermeier von Leadstrom und Flächenradar. Jan, stell dich einfach mal selbst vor. Servus, ja, ich bin Jan. Wir machen Lead-Gewinnung für Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energie mit unserer Brand Flächenradar. Genau, und Paul. Und wir machen noch das zweite Thema, was wir machen, ist eben Mitarbeitergewinnung auch für Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Und da hat uns der Paul Niederlag, unseren Geschäftspartner, eben unterstützt. Um es nochmal zusammenzufassen, wir helfen Leadstrom dabei, neue Termine mit Unternehmen aus dem Bereich der Photovoltaik zu terminieren, die zum Beispiel neue Mitarbeiter suchen oder weitere Flächen brauchen für ihre Solarparks. Und Jan, erzähl mal so ein bisschen über die Ergebnisse, die wir mit euch geschaffen haben. Genau, also vor allem gerade beim Start der Zusammenarbeit, wir hatten halt die Situation, dass wir sehr gute Ergebnisse bei Kunden erzielt haben, die auch zum Beispiel in einem Franchise-System waren, auch eine Leadliste von den anderen Franchise-Nehmern hatten, aber eben noch keinen Vertriebler, der die halt eben gezielt targetiert. Und da haben wir dann mit dem Paul zusammengearbeitet, der hat da ordentlich Gas gegeben. Und da konnten wir in der ersten Woche der Zusammenarbeit gleich mal 100.000 closen an eben Neukundenumsatz durch die Kaltakquise einfach. Sehr geil, sehr geil. In der ersten Woche 100.000 direkt umgesetzt. Geil. Jetzt mal Butter bei die Fische, wie viel Umsatz war es insgesamt bis jetzt so ungefähr? Also genau, insgesamt war es dann praktisch, sind wir glaube ich bei 150 rausgekommen oder so. Ja. Aber direkt 100.000 in der ersten Woche, das ist dann mal eine geile Referenz. Wir freuen uns auch auf die weitere Zusammenarbeit, ne? Wir fahren da bald auch wieder fort. Genau. Und jetzt eine wichtige Frage an dich, die wir jedem stellen hier. Was ist die effektivste Akquise- und Marketingstrategie, du darfst mir nur eine nennen, auf die du jetzt nächstes Jahr setzt und die euch oder die du jedem empfehlen würdest für mehr Umsatz? E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing, oh geil, das hören wir jetzt gerade zum ersten Mal hier. Führ noch mal ein kleines bisschen aus. Genau, also wir nutzen relativ, dadurch, dass wir auch sehr nischig halt unterwegs sind, können wir halt sehr, ja, wirklich extrem zugeschnittenen Content machen. Wir segmentieren halt auch in unserem CRM die Unternehmen halt nach sehr, sehr spezifisch nach dem konkreten Offer, was sie haben und können dann die eben mit sehr, sehr gezielten E-Mails halt targetieren und da eben sehr hochrelevante E-Mails halt verschicken und haben dadurch eben eine sehr, sehr gute auch Inbound-Rate von teilweise zweistelligen Prozentbereich. Finde ich geil von dir zu hören. Danke dir für den Tipp und Insight. Ich wünsche dir erstmal viel Erfolg auf der Messe und auf die nächsten paar 100.000, die wir mit euch machen. Ja? Ja, genau. Danke, Mann. Jetzt sitzen wir hier am Stand bei Loftfilm, beim Jonas Eisert. Wir sind ja selbst Loftfilm-Kunden. Jonas war auch gerade vorhin schon bei uns am Stand. Jonas, stell dich mal ganz kurz vor. Ja, mein Name ist Jonas, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Loftfilm. Zu unserer Firmengruppe gehören mittlerweile auch noch eine Webseitenfirma, landeseiten.de. Wir richten auch den Münchner Marketingkongress aus und machen Marketing für den Mittelstand. Sehr cool. Bei uns ist es ja so, wir selbst haben die Loftfilme bei uns eigentlich fast überall im Einsatz. Wir haben die auf YouTube hochgeladen, auf unserer Website. Wir machen damit Kaltakquise, also zeigen in der Kaltakquise quasi den Loftfilm auf unserer Website, um so die Kunden kurz zu überzeugen und im Endeffekt so auch Termine und Leads zu machen. Und Loftfilm hat uns extrem geholfen, selbst auch zu wachsen als Firma, auch viel mehr Umsatz zu fahren. Wir haben bereits nach den ersten Monaten 6-stellige Umsätze mehr dazu gewonnen. Und Jonas, jetzt mal an der Stelle haben wir eine Frage an dich. Was ist so die effektivste Strategie und Marketingquelle, Kanal, wo ihr nächstes Jahr drauf setzt,
Weil wir haben einen Report gemacht zum Thema effektive Marketingstrategien, gerade wenn es um den Bereich LinkedIn und Telefonmarketing geht. Aber was ist so ein Tipp für dich für nächstes Jahr, wo du am meisten drauf setzt? Also wir setzen wie immer viel auf Facebook-Werbung, Instagram-Werbung, also Meta. Aber das ist eigentlich die falsche Frage, weil es gibt viele verschiedene Marketingkanäle, die alle funktionieren an sich. Ja. Und es ist auch natürlich von der Zielgruppe abhängig, was der beste ist. Das Entscheidende ist, wirklich sich auf eine Sache zu fokussieren und in einer Sache einfach richtig, richtig gut zu werden. Weil du kannst über Google Ads extrem viele Kunden finden, über YouTube, du kannst auch über einen organischen YouTube-Kanal Kunden finden, du kannst über Kaltakquise Kunden finden, über LinkedIn, über eben Meta Ads. Es gibt viele Wege, Kunden zu finden. Und was du im Prinzip schaffen musst, ist, einen von diesen Kanälen so zu lösen, so herauszufinden, so sozusagen das System zu hacken, dass du das komplett missbrauchen kannst und komplett durch die Decke skalieren kannst. Weil wenn es auf kleiner Ebene funktioniert, zum Beispiel Kaltakquise, ja, wenn du eine Person bist und damit 30.000 Euro Monatsumsatz schaffst, dann kannst du mit zwei Personen 60.000 machen. Dann kannst du mit 10 Personen 300.000 machen. Dann kannst du skalieren. Ja? Du baust es einmal auf kleinem System auf. Und dann wiederholst du es immer wieder, immer wieder, immer wieder, anstatt zu sagen, ey, ich fokussiere mich auf 20 verschiedene Kanäle und versuche überall ein bisschen was zu machen, weil das funktioniert nicht gut. Geiler Insight. Also eine Leadquelle finden und den dann aufbauen, skalieren und da immer mehr Vollgas und Power drauflegen, im Endeffekt auch Ressourcen reinstecken, damit man den ausbaut und dann nachhinein dann noch weitere Leadquellen addieren, oder? Ganz genau. Wenn du einen Kanal so weit gemolken hast, dass es einfach nicht mehr geht, ja, zum Beispiel, wir sind jetzt bei Meta Ads so beim sechsstelligen Adspend jeden Monat. Und dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo du nicht noch mehr ausgeben kannst, um noch mehr Anfragen zu bekommen. Und dann schaust du natürlich auch, was kannst du rechts und links noch davon machen. Ja, sehr spannend. Also bei uns war ja auch der erste Kanal, den mein Geschäftspartner Paul Niederlag ganz am Anfang genutzt hat, LinkedIn, organischer Outreach, das, was wir auch als Dienstleistung anbieten. Damit haben wir schon mittlere fünfstellige Monatsumsätze generiert und nur mit LinkedIn organischem Marketing und dann die Kaltakquise noch hinzugefügt, daraus unsere Dienstleistungen, wie gesagt, dann auch verbessert und ja, durch Kaltakquise und das ist auch ein guter Tipp, ja. Wir hauen jetzt hier die Tipps so nacheinander raus. Und zwar, wenn, also du musst das Rad nicht neu erfinden. Wenn es jemanden gibt, der weiß, wie etwas funktioniert, zum Beispiel hier Niederlag Consulting, weiß, wie man Kunden findet über LinkedIn, dann musst du das nicht selbst rausfinden. Geh einfach zu jemandem, der schon weiß, wie es geht und lass dir es entweder zeigen oder von denen machen oder setz es 1:1 so um. Ja, auch wir wissen, wie Facebook Ads funktioniert. Schau dir einfach das Video an, setz es 1:1 so um, weil wir haben das schon mit vielen, vielen hundert und tausend Kunden gemacht. Da hat es funktioniert, wird auch für dich funktionieren. Das heißt, es ist immer eine Abkürzung, sich die Infos zu holen von jemandem, der es einfach schon rausgefunden hat, bist du viel schneller. Sehr cool. Vielen, vielen Dank für den geilen Mehrwert. Ich denke, wir haben jetzt in dem kurzen Video sehr, sehr viel Mehrwert droppen können. Aber geil an der Stelle. Danke dir, Jonas. Danke dir. Bis später. Wir sind jetzt hier gerade im VIP-Bereich und wie man hier sieht, sind hier die ganzen Ausstellungsräume und die ganzen Messestände auch vertreten. Da unten ist natürlich der geilste von der Niederlag Consulting, direkt am Stand von Matthias Nickerhoff. Und wie man sieht, gibt es hier ganz schön viele Stände, die aufgebaut sind, richtig cool. Geile Anbieter, geile Lösungen auch. Wie gesagt, einige von uns sind ja auch Kunden. Und ja, ich denke mal, wir können euch einen geilen Rundumblick geben, wie die Messe hier aussieht, was hier alles noch gemacht wird. Coole Leute, die man hier trifft, einige Kunden, wie gesagt. Und dann auf jeden Fall viel Umsatz und Vertrieb. Wir haben ja Marcel nochmal hier und wir haben ja mit Marcel auch mehrere Projekte umgesetzt, also wenn es um Videos geht für uns, teilweise auch für unsere Kunden. Und wir haben für Marcel das Thema LinkedIn auch mit umgesetzt, das heißt, also haben wir LinkedIn-Marketing gemacht. Erzähl mal Marcel, was sind so die Ergebnisse aus dem LinkedIn-Marketing, was für dich dabei rausgekommen ist? Also wir haben sehr viele gute Kontakte gemacht, also ihr habt erstmal mein LinkedIn komplett aufgebaut. Ich habe jetzt glaube ich 1800 Kontakte, also richtig krass, auch wichtige Kontakte, Entscheider vor allem. Und ja, ein Auftrag kam jetzt schon, 18.000 Euro haben wir abgeschlossen, richtig krass. Also LinkedIn ist schon ja, eine Waffe. Okay. Sehr cool, das freut mich natürlich zu hören. Was geht sonst noch so auf der Messe und heute Abend? Ja, ein paar Kontakte, Aftershow-Party und mal schauen. Jetzt haben wir gerade hier unseren Kunden von der 3Pixel GmbH. Du bist ja erst relativ neu bei uns jetzt. Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie läuft es bei uns, wie bist du auf uns aufmerksam geworden und wer bist du genau? Also ja, ich bin Herz Maximilian. Von 3Pixel eben. Wir machen Webdesign im hochpreisigen Bereich. Und aufmerksam bin ich geworden durch, ich glaube es war Social Media, durch eine Ad. Ne? Ja. Ich habe dann eben beim Paul Niederlag telefoniert, beziehungsweise einen Call gehabt. Ein mega angenehmer Typ. Ne? Also sehr, sehr angenehmes Gespräch. Hat auch gleich erkannt, wo es halt hapert bei uns und wo man ansetzen kann. Ich habe ihm auch meine Bedenken gesagt, weil
solche Agenturen, da gibt es ja dann auch viele schwarze Schafe. Ne? War sehr verständnisvoll, hat auch gesagt, er bringt erst die Leistung und danach schauen wir weiter. Ja. Und seitdem engster Kontakt über WhatsApp, ja. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Und eigentlich jedes Feedback, das wir auch gegeben haben, sofort umgesetzt. Ne? Sehr cool. Eine Frage noch, auf welche wichtigste Akquise-Strategie setzt du in 2024? Das ist so eine Frage, die stellen wir hier allen Leuten, mit denen wir reden und die wir im VDOC mit aufnehmen. Was ist so die wichtigste Akquise-Strategie für dich nächstes Jahr, auf die du am meisten setzt? Da bin ich ganz ehrlich, ich bin Fan von Partnerschaften. Ne? Ja. Also wir arbeiten viel mit Agenturen zusammen, für die wir quasi wie ein Fulfillment-Dienstleister die Websites machen. Ads, Social Media, das ist natürlich immer dabei, aber ich finde, der persönliche Kontakt ist auch meistens wirklich trotzdem noch das mit dem meisten Durchschlag. Ne? Ja. Also telefonieren, E-Mail, das bleibt weiterhin aktiv. Ja. Ja, cool. Alles klar, danke dir für dein Feedback. Geiler Tipp übrigens. Und ja, wir sehen uns später dann nochmal. Ja? Bis dann. Wir sind jetzt hier gerade beim Basti Schmidt. Vielleicht stellst du dich selber mal kurz vor oder man muss dich vielleicht auch gar nicht mehr vorstellen. Ja, ich bin Bastian Schmidt. Ich mache Maschinenbau mit Menschen, mit Unternehmern, trainiere sie zu absoluten Persönlichkeiten, die sich als Marktführer durchsetzen können. Mach Maschinenbau, ne? Geil. Mit Menschen. Habe ich zwar nicht studiert, aber ich bin eine Maschine. Die letzten 5 Jahre habe ich das mit ganz vielen Agenturinhabern studiert. Ja. Da siehst du, warum die Leute halt einfach nicht so viel Umsatz machen und warum die emotional schlecht drauf sind am Feierabend. Das Geile ist, der Basti ist auch der einzige Boxer, der gegen Maschinen kämpft, anstatt gegen richtige Menschen. Er ist nämlich der Sparringspartner für Agenturinhaber, Coaches. Ne? Und ja, Coaches nicht. Agenturinhaber und Berater. Also die wirklich sagen, hey, die nächste Million wollen wir erreichen, machen da auch nicht irgendwie so einen Anfängerkram, machen richtige Planung, bringen da richtig Struktur ins Unternehmen, auch in die Persönlichkeit und nehmen halt alle Mindfucks, aber richtig professionell. Ja. Kein Mindset-Voodoo, nicht irgendwie Mindset-Coaching hier, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern halt wirklich Knallgas. Geil. Du hast ja auch den Millionen-League rausgebracht, ne? Oh ja, der Millionen-League sind die Arbeitsalgorithmen der Top 1% Unternehmer. Da habe ich natürlich die letzten 5 Jahre mal den einen oder anderen Kopf aufgeschraubt und mal reingeguckt, wie strukturieren die sich denn? Dann haben wir die Grundlage in 3 Phasen eingeteilt, damit wir da die Grundlage für 7-stellige Jahresumsätze legen können. Ein Tipp, den du geben kannst für nächstes Jahr, worauf der Fokus gelegt werden sollte bei der Akquise. Also was sagst du, ist ein Tipp, wo die Leute mehr Umsatz machen können, durch einen Lead-Kanal, durch ein Vorgehen? Was würdest du sagen, ist ein entscheidender Tipp für nächstes Jahr für mehr Umsatz? Also ich denke, ein entscheidender Tipp für mehr Umsatz in der Akquise ist ganz einfach, dass du deine Persönlichkeit rausbringen musst. Ja. Du musst wirklich dafür sorgen, dass das, was man von dir wahrnimmt, also die Perspektive auf Social Media, auf YouTube und so weiter, dass das knallt, dass die Leute merken, ey, ich bin die Nummer 1, ich bin die unangefochtene Nummer 1, ich bin der Main Character. Und nicht irgend so eine Template-Agentur, nicht so eine, die dahergelaufen kommt und man gerade sagt, oh ja, ich besetze jetzt auch mal die Nische. Ja, wenn du so einer bist, dann musst du dich nicht wundern, warum es nicht weitergeht, warum eine emotionale Achterbahn da ist, warum das die ganze Zeit schwankt bei dir. Zeig deine Persönlichkeit, sei authentisch, hab keine Angst rauszugehen. Ecken und Fehler und Kanten hat jeder, aber genau die gilt es herauszubringen. So, wenn 2 Leute sagen, oh ja, der eine sagt, boah, voll der geile Typ, der Paul, und der andere sagt, boah, nee, der ist mir voll unsympathisch. Hey, glaub beiden, glaub einfach beiden, weil beide kriegen ja die richtige Version, beide kriegen das, was sie gerade brauchen. Und wenn ich jemand unsympathisch finde, das ist ja noch geiler, weil der erzählt ja wahrscheinlich 10 seinen Freunden, dass er sich unsympathisch findet, und 3 von den Freunden sagen aber, das ist ein geiler Typ eigentlich, darf ich zwar dem nicht sagen, aber finde ich cool, was der macht. Ich habe mir einen wichtigen Tipp mitgenommen, und zwar, es hat mich so ein bisschen an die Kindheitszeiten früher erinnert, wo ich GTA San Andreas gespielt habe, der Carl Jones zu sein, weißt du? Ja. Here we go again, be the main character. Ja, aber genau so. Genau. Danke, dass ich hier sein durfte. Geil, Basti. Es ist Sonntag, der 2. Ausstellungstag, und wir sind jetzt wieder angekommen bei This is Marketing, haben gestern noch ganz entspannt den Abend ausklingen lassen, noch mit ein paar Kunden von uns gesprochen, wollen noch was essen gemeinsam, und jetzt geht's weiter auf den Sonntag, auf den 2. Tag. Ich freue mich schon wieder, neue Leute kennenzulernen und auch wieder hier richtig geil Akquise zu betreiben, auch mal das ein oder andere Gespräch zu führen. Wir haben noch ein paar Interviews offen, werden bestimmt den einen oder anderen noch vor die Linse bekommen, um geile Insights herauszubekommen und geile Tipps. Also freut euch schon auf den 2. Messetag, und wir schalten ein. Wir gehen jetzt rein in die Messe.
schalten gerade hier ein vom Stand von Schäfer und Soné. Richtig schöner Stand. Die Jungs haben hier auf jeden Fall gut aufgerüstet. Auch erst seit neuesten Messeaussteller, glaube ich, seit der Gewinnernacht. Und wir haben hier auch an dem Roller-Banner sieht man schon mal das Markenzeichen, die Rolex. Auch wie um dem Handgelenk von Marc. Das Marc-Kennzeichen. Marc, stell dich mal vor, was macht ihr? Mein Name ist Marc Soné, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Schäfer Soné Advisory GmbH. Wie man hier erkennen kann, haben wir das Protect and Grow-System. Das heißt, wir unterstützen Agenturen, Coaches, Dienstleister dabei, sich und ihr Unternehmen abzusichern und dann gleichzeitig steuerlich optimiert Vermögen aufzubauen. Genau, sehr geiler Pitch von Marc. Wir sind auch Kunden bei Marc, kann ich nur jedem weiterempfehlen. Marc, jetzt mal eine Frage. Wir sind ja hier auf This is Marketing. Passend zu This is Marketing, was ist so eine Akquise-Strategie, auf die ihr nächstes Jahr ganz stark setzt? Also du darfst mir einen Tipp mitgeben, was würdest du den Leuten empfehlen und was ist so vielleicht auch eine Strategie von euch, auf die ihr im Jahr 2024 setzt, um den meisten Umsatz zu machen? Bei uns auf jeden Fall ein Tipp ist Multichannel, ja, das heißt überall. Das heißt offline auf Events, wie auch ihr immer anzutreffen seid. Dann natürlich Instagram, YouTube, Facebook ist ganz wichtig. Und ja, was man auch nicht vergessen sollte, was generell nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ist ja der Anruf. Ja, das heißt, traditionell altbewährtes Mittel, ja, weil wenn man in dem Sinne der Zielgruppe trennscharf anrufen kann und schafft es dann ja durch eine Kompetenz, ja, durch seine eigene Art, jemanden am Telefon zu überzeugen, dann ist es so, egal wie viel auch hier auf der Marketingmesse man machen kann, ja, sollte man definitiv den Anruf, ja, definitiv mit ins Auge fassen. Und da seid ihr, sind wir, glaube ich, bei euch auch an der guten Stelle. Ne? Auf jeden Fall, ja, da können wir ein Lied von singen. Ich habe schon gesagt, im Endeffekt landet der Interessent sowieso noch mal im persönlichen Gespräch. Und damit das persönliche Gespräch zustande kommt, muss ja ein Anruf erfolgen. Deswegen, ja, Kaltakquise oder auch der Tipp von Marc, Multichannel auf mehrere Strategien zu setzen, ist ein geiler Tipp. Ja? Vor allem auch verschiedene Kanäle zu kombinieren, wie wir das zum Beispiel auch machen mit LinkedIn und Telefonakquise. Sehr, sehr geiler Tipp, Marc. Wie läuft das Event für euch gerade und was sind noch so deine Erwartungen für das Event? Ja, so läuft super. Hier der Stand hat sehr hohen Antragen, das heißt, wir sammeln sehr, sehr viele Nummern ein. Auch der Austausch ist nochmal super. Generell die Stimmung ist in dem Sinne top und jetzt sind wir schon hier Sonntag, schon fast 12 Uhr. Das heißt, wir haben noch einen halben Tag und wenn es einfach so weitergeht wie bisher, ist es wirklich eine komplett rundum gelungene Sache. Und ich freue mich, dass ich jetzt hier mit dir so ein schönes Interview drehen durfte. Ne? Sehr geil, da freue ich mich auch drüber, weil der Marc ist ein Vertriebler wie im Buche geschrieben. Marc und ich machen auch viel geschäftlich als auch privat. Geiler Typ. Also vielen Dank für den Mehrwert. Kann ich nur zurückgeben. Die Blumen gehen einmal zurück hier nach Dresden. Ne? Sehr geil. Und das ist der Markus Baulich, Geschäftsführer und Inhaber. Hallo. Was ist so die effektivste Akquisestrategie oder der Kanal, wo du auch drauf setzt nächstes Jahr, um den meisten Umsatz zu machen? Also der krasseste Kanal, den man anwenden kann, ist erstmal man selbst. Das heißt, man muss selbst überhaupt erstmal in der Lage sein, verkaufen zu können. Und die Fähigkeit besitzen, einen kalten Interessenten in einen warmen Lead sozusagen zu verwandeln und den dann natürlich dann auch am Ende des Tages abzuschließen. Da gibt es ein paar Bausteine, die dazugehören, ja, von der Ansprache, der Begrüßung, über das Qualifizieren, ja, über das Erzählen, was die eigene Story ist, hin bis zum Abschluss. Wenn man das kann, hat man schon mal die Basis. So, und dann kommt natürlich digitales Marketing dazu, das ist dann so der nächste Step, der das Ganze dann nochmal auf ein ganz anderes Niveau hebt, unternehmerisch, als man sich das vielleicht jetzt aktuell vorstellen kann. Weil wenn du dann noch Leads generieren kannst und diesen Prozess mit kalten Leads, die du online generierst, nochmal wiederholst und wiederholst und wiederholst, dann bist du unternehmerisch auf einem Level, wo du wirklich mehrere Millionen Euro im Jahr umsetzen kannst. Und wenn du es dann auch deinen Mitarbeitern beibringen kannst, so wie hier der gute Paul, der ja auch einen großen Vertrieb dann führt, dann läuft's. Ja, perfekt. Danke dir für den Mehrwert, Markus. Also, was ich jetzt daraus mitgenommen habe, ist im Endeffekt selbst verkaufen lernen. Ich sage immer so, was bringt dir einen Eimer, der Löcher hat? Da kannst du so viel Wasser reingießen wie möglich, aber es kommt dann alles wieder raus. Und da ist doch ein Eimer, der ganz ist und der richtig viel Platz hat, viel, viel geiler als ein Eimer mit Löchern, wo alles wieder rausfließt, oder? So ist es. Richtig. Genau. Deswegen immer erstmal die Löcher stopfen und dann abschöpfen. Sehr geil. Und dann kann man das Ganze auch skalieren. Wie gesagt, den Eimer größer machen und immer mehr Wasser reinfließen lassen über Anfragen. Dann Mitarbeiter einstellen, die dann die Eimer noch für dich tragen und das Wasser holen gehen. Richtig, richtig. Da musst du nämlich selbst nicht mehr das Wasser holen und den Eimer tragen. Du liegst einfach nur in dem Pool. Ja. Dann bauen wir aus dem Eimer bauen wir dann den Pool und dann machen wir noch einen Wasserpark draus, oder? Ja, richtig. Ein paar Rutschen noch einbauen und dann kann man da das ganze Ding richtig skalieren. Jedes Gespräch mit mir eskaliert so irgendwie. Das wird immer größer und größer dann. Ja, ist ja auch im Coaching so, oder? Erst startet man im Kleinen und dann im Großen. Ganz genau. Sehr geil, Markus. Danke dir für den Inhalt.
2-1. Wir laufen hier mal durch die Hallen und sehen hier schon den Messestand von Video Statements. Wir sind selbst Kunde bei Video Statements. Die Jungs machen im Endeffekt Kundenstimmen oder Mitarbeiterstimmen, haben auch einige Video-Stimmen von unseren Kunden von Video Statements machen lassen. Hier ist der Vincent, der Gründer und Geschäftsführer von Video Statements. Stell dich mal kurz vor, mein Lieber. Ja, ich bin einer der zwei Geschäftsführer von Video Statements. Gemeinsam helfen wir Agenturenhabern und Dienstleistern dabei, das Vertrauen ins eigene Angebot, in die eigene Dienstleistung zu maximieren. Wir zum Beispiel auch von Niederlag Consulting wirklich die grandiosen Kundenergebnisse einfach mal perfekt in Szene zu setzen und das Ganze halt wirklich einfach komplett done for you, so einen kompletten Dachraum da für unsere Kunden unterwegs, egal wo eure Kunden sitzen, wir fahren dann dahin. Genau, sehr geil. Vincent und Kevin, die beiden Jungs, haben jetzt auch schon zwei Video-Statements für uns gedreht. Das dritte ist jetzt gerade schon in der Produktion. Nächste Woche. Wird nächste Woche dann auch gedreht von unserem Kunden. Vincent, jetzt vielleicht nochmal die Frage an dich. Was sind die effektivsten Akquise-Strategien, die ihr auch plant, oder gib mir mal einen Tipp mit, so ein Insight, auf was ihr ganz besonders setzt für 2024. Eine Akquisestrategie, eine Leadquelle, ein Tipp. Also unsere Lieblings-Akquisestrategie sind letztendlich halt Events. Ich sehe die Leute da direkt persönlich kennen, ich komme mit denen direkt in Austausch, habe eher die Verbindung, das Vertrauen zu denen. Das werden wir jetzt noch viel weiter ausweiten nächstes Jahr. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, warum es bei ganz vielen gerade anfängt zu kriseln. Du musst Mehrwert mitgeben. Ne? Also genauso wie jetzt hier in diesem Vlog zum Beispiel. Früher alle haben einfach nur so blöd rumgepitcht und sowas, aber es geht ja wirklich darum, du musst mal Mehrwert mitgeben. Du musst mal Nuggets droppen. Die Leute müssen sehen, dass du wirklich Expertise und Plan hast und das musst du halt auch nach außen dann einfach mal zeigen. Und deswegen gib den Leuten Mehrwert mit. Die werden es sowieso nicht selbst machen können. Ja. Viele haben ja Angst, dass sie es dann selbst machen. Aber es wird nicht passieren. Ja? Überleg mal, wie lange du schon in deinem Office, mit deinem Offer da unterwegs bist, wie lange es gebraucht hast, es so zu perfektionieren. Deswegen, gib den Leuten Mehrwert mit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Geiler Mehrwert, geiler Inhalt. Vielen Dank für den Tipp. Sehr gerne. Und viel Erfolg auf der Messe, viele Umsätze. Dankeschön, das wünsche ich euch auch. Let's go. Jetzt stürme ich hier mal mitten ins Gespräch von Paul Niederlag und von Daniel Kremmer, unseren Kunden. Daniel, grüß dich. Hi, grüß dich, Paul. Stell dich vielleicht mal ganz kurz vor. Daniel, du bist der Kunde bei uns. Was machst du und was ist deine Dienstleistung? Ja, mein Name ist Daniel Kremmer. Ich bin Gründer der Marke PremiumReports.de und wir machen DMC-Reports, White Paper, Leadmagneten. Und die werden versendet an eure Zielgruppe, wenn ihr Kaltakquise macht, wenn ihr Vertrieb machen wollt. Ihr kriegt damit mehr Inbound-Leads und habt halt eine bessere Sales-Rate, weil ihr einfach mehr Vertrauen habt. Die Leute kennen euer Angebot. Und ihr könnt leichter verkaufen, macht mehr Umsatz. Wenn du jetzt so beschreiben müsstest, wir machen ja bei dir auch ganz stark das Thema LinkedIn, also LinkedIn-Marketing, wo wir Zielgruppenkontakte und Entscheiderkontakte auch anschreiben, ja, wo wir die auch mit der Follow-up-Strategie angehen. Wie sind so die Ergebnisse und wie findest du das, was wir machen für dich? Ja, also LinkedIn hat mich total überrascht tatsächlich. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Das war jetzt für mich so ein nice to have, sage ich mal, dass ihr das mit da drin habt. Aber dass das im Endeffekt so gut funktioniert, das hätte ich nie gedacht. Ja. Und von daher, die Leads, die über LinkedIn kommen, sind im Endeffekt richtig, richtig geile Leads, die ja, einfach geil zu verkaufen sind. Die wissen genau, was wir machen. Und da bin ich super happy mit LinkedIn auf jeden Fall. Ja. Und das Beste, was ich aber sagen muss an eurem Angebot, ist halt wirklich, ich bin gar kein LinkedIn-Nutzer. Das heißt, ich nutze die App privat gar nicht. Ja. Und ihr macht das alles für einen. Also das heißt, wirklich komplett die ganzen Nachrichten rausschicken, das Antworten und so weiter. Ich kriege einfach nur von euch eine Nachricht, hey, neuer Lead für dich. Zack, fertig ist. Das ist für mich super angenehm. Wir haben einmal das Profil schick gemacht, sage ich mal, und das war's. Den Rest macht ihr. Das ist super geil, eure Dienstleistung. Daniel, jetzt eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Wir fragen viele Leute hier auf der Messe heute, was ist die effektivste Marketing- und Vertriebsstrategie, also generell Akquise-Strategie für 2024, auf die du jetzt das meiste setzt? Ja gut, legt nahe, dass ich natürlich unsere eigene Methode empfehle. Nee, aber es ist tatsächlich so, also wenn die Leute vorher einen Report kriegen, was Geiles zugeschickt kriegen, aufgewärmt sind, das Angebot sehen, Einwände vorweggenommen sind, ist einfach so angenehm zu verkaufen und das Ganze dann mit telefonischer Kaltakquise zu kombinieren, das heißt vorher was rausschicken plus Anruf dazu, ist einfach für mich nach wie vor die effektivste Strategie wirklich im B2B. Also meldet euch beim Daniel für geile Premium-Reports. Genau, danke dir. Sehr geil. Ja. Ja, perfekt, oder? Okay, jetzt sind wir hier gerade mit dem Sören Mohrmann, unserem Kunden. Sören, sag mal hallo. Hallo, stell dich mal vor. Servus. Genau. Der Sören ist Videograf, macht Videoproduktion, wie man hier, glaube ich, schon sieht. Hat hier einen riesen Teil. Also natürlich als Kamera, aber... Okay, ja. Sören startet auch bald die Zusammenarbeit mit uns, also ist Kunde von uns quasi. Wir starten die Zusammenarbeit bald gemeinsam. Erzähl mal, freust du dich schon drauf? Ich bin riesig gespannt, was möglich ist mit euch. Sehr cool, sehr cool. Wir freuen uns auch schon auf das Projekt, wie gesagt. Cool. Eine Frage noch, die wir so an alle Leute stellen, ist, Sören, wenn du jetzt auf eine Akquise-Strategie im Jahr 2024 setzen müsstest, ja, also eine Akquise-Strategie, wo du sagst, das ist so, das ist vielleicht dein Insight oder darauf würdest du auf jeden Fall vertrauen, das seid du, was wird es sein?
Also, obwohl ich ein Kreativschaffender bin und Persönlichkeitstyp-Protagonist, würde ich sagen Telefon. Weil Geschäfte werden einfach von Mensch zu Mensch gemacht über das Telefon. Egal welche neumodische Strategie du fahren möchtest, kannst du alles machen, aber meiner Meinung nach sollte die Basis immer das Telefon sein. Wenn du nicht über Telefon verkaufen kannst, dann wirst du es auch über kein anderes Medium machen. Sehr cool. Das ist mal ein Wort zum Sonntag und ich würde sagen, danke dir fürs Interview, Sören. Jetzt kannst du erstmal hier deine 10 Kilo ablegen, damit dein Arm und deine Schulter ein bisschen geschont wird. Nochmal hier mit Sascha Spukes von Deep Soul Marketing. Sascha, ich habe noch eine Frage, die ich dir jetzt noch nicht gestellt habe, die wir allen unseren Interviewpartnern stellen, und zwar: Welche Marketingstrategie oder Akquisestrategie würdest du Leuten empfehlen für 2024? Wendest du vielleicht an, wenn du eine Marketing- oder Akquisestrategie nennen würdest, was wäre das für dich nächstes Jahr? Mit viel Budget oder ohne viel Budget? Ist egal. Ich muss schon sagen, es ist sehr zeitaufreibend und sehr energiefressend auch. Aber Kaltakquise ist immer noch das Ding. So, weil man hat halt direkt die Person sofort dran. Wenn man die richtigen Worte wählt, auch direkt überzeugt, und man kann auch direkt einen Termin machen.